willkommen, liebe Gewichtheberfreunde, liebes Fachpublikum, zum Pokal der Deutschen Schwergewichtsmeisterschaften. Herzlich willkommen! Tja, wir sind hier beim CAC TV und heute darf ich, Marc Huster, mal ein paar Fragen stellen. Und neben mir der Trainer, der heute, glaube ich, sehr, sehr glücklich war beim Pokal der Blauen Schwerter. Dein Sportler, Josef Hesse, hat sich sehr gut geschlagen, Bestleistung gemacht. Hast du das erwartet, dass das heute so passiert? Ja, der Josef hat ja schon in Plan zur Deutschen Meisterschaft Anlauf auf neue Bestleistung genommen, was im Reisen funktioniert hat, im Stößen noch nicht. Und heute sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, hat Bestleistung im Reisen wiederum aufgestellt, im Stößen hat er sie eingestellt und eine Bestleistung im Zweikampf. Erstmalig 136 Punkte gemacht in der Relativwertung. Was will man mehr als Trainer? Ich meine, für dich ist natürlich Pokal der Blauen Schwerter nichts Unbekanntes. Für dich ist es sicherlich auch ein Turnier, was ganz viel Pathos hat, was ganz große Tradition hat. Aber dein Athlet Josef Hesse, der ist ja noch so jung, der kann auch damit noch gar nicht so richtig anfangen irgendwas. Aber wie war es denn für ihn, als er gehört hat, er darf hier starten? Ja, der Josef ist ja hier in Meißen groß geworden. Er hat ja hier in Meißen das Gewichtheben erlernt. Und von daher ist es schon für so einen Sportler eine besondere Ehre, in dem Rahmen auch in der zweiten Abendveranstaltung hier starten zu dürfen. Und das motiviert natürlich zusätzlich. Hast du ihn mal gefragt, was er so vom Publikum hält? Nee, habe ich nicht, aber ich habe ihm angemerkt, dass er schon etwas nervös war. Okay, wird heute noch ordentlich gefeiert? Ich denke schon, es gibt ja was zu feiern. Ne? Natürlich, und außerdem seid ihr Gewichtheber, die feiern immer. Gut, alles klar, vielen Dank. Und jetzt ist derjenige neben mir, um den es gerade ging, der Athlet Josef Hesse, der einen sehr, sehr guten Wettkampf heute gemacht hat. Bestleistungen, was die Relativpunktzahl betrifft, aber auch was die absolute Zahl, was die Last betrifft. Das erwartet, dass es heute so gut läuft? Ja, ich habe mich halt nochmal explizit auf den Wettkampf vorbereitet, weil vor 3 Wochen die deutschen Meisterschaften waren. Da lief es im Stoß nicht so gut, habe ich mir mehr erhofft. Deswegen wollte ich unbedingt hier nochmal heben, auch wo ich das Gewicht eben gelernt habe und einfach den Leuten zeigen, was ich eigentlich drauf habe. Ich habe gerade von deinem Trainer gehört, du bist ja hier in Meißen groß geworden, kennst also dann doch dieses Turnier trotz deines jungen Alters. Wie war es denn für dich im Vorfeld? War das für dich eher extremer Druck oder große Freude, dass du von einem Publikum hebst, die dich ja kennen? Klar, ich wusste vorher, was hier abgeht, dass die Halle ausverkauft ist und habe mich einfach gefreut, dass ich eingeladen wurde, weil ich brauche das. Ja, ich brauche es, wenn die Halle voll ist, da bringe ich meine Leistung und so, es macht es Spaß auch zu heben. Hast du gleich von Anfang an gemerkt, heute ist ein besonderer Tag, heute läuft es richtig gut bei der Erwärmung schon? Ja, ich habe gut trainiert, also ich wusste, dass was drin ist und schade um die 170, die waren eigentlich drin, aber die kommen dann am 17. Dezember bei der Bundesliga. Trotzdem guter Kampf im Umsetzen war es ja auf alle Fälle. Wie läuft es denn jetzt eigentlich weiter für dich? Ja, also wir haben jetzt am 17. Dezember noch Bundesliga-Wettkampf. Danach werde ich mir, denke ich, mal ein bisschen Pause gönnen. Und dann mit Ziel, hoffentlich mit dem Chemnitzer Athletenclub im Finale zu stehen. Und da nochmal eine ordentliche Leistung zu machen. Was danach kommt, da muss ich mir noch Gedanken machen. Und werde ich früh genug entscheiden. Okay, wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Alles Gute für die Zukunft, bleib gesund und ja, schöne Weihnachten. Danke, gleichfalls. Alles klar. Nach dem Reisen, das war zwar nicht so gut von den Versuchen her, trotzdem Bestleistung, da war ich eigentlich auch zufrieden damit. Ich meine, die 43, die waren jetzt nicht unmöglich. Die waren eigentlich auch sehr gut. Und ja, dann habe ich mir selber das Ziel gestellt, C-Kartern um zu machen. 177 Kilo zu stoßen und na, die 2 Kilo zur EM-Norm, die wurden es dann auch noch. Na, geplant war, ein guter Wettkampf zu machen, das hat alles so geklappt und es lief alles super am Stoßen, die kamen echt gut auf den Punkt alle und naja, da hab ich halt mit meinem Trainer beschlossen, dass wir dann die EM-Norm angreifen und so die 79 nehmen. Es ist super Stimmung, viele Leute, die Organisation ist toll. Und obwohl ich nur nominiert wurde von den Meißnern, bin ich auch echt zufrieden, wurde hier gut akzeptiert und hat alles gepasst heute. So richtig realisieren kann ich das noch nicht. Es ist alles noch ein bisschen verwirrt. Ich bin auch überrascht und es war ja eigentlich nicht geplant und jetzt habe ich es geschafft. Jetzt muss ich es erstmal nächste Woche noch probieren zu realisieren. Ja, der Schwung für die Bundesliga, na klar. Ich probiere das alles mitzunehmen, was ich daraus nehme aus der EM und probiere natürlich auch da einen super Wettkampf zu machen.
Und dann eine Woche später noch Bundesliga, klar gegen Berlin, da muss auch nochmal alles kommen, was geht. Nun neben mir Max Lang, der es heute in der Hand hatte, das Ding hier zu gewinnen, zum dritten Mal, 180 Kilogramm im letzten Versuch, leider nicht geklappt. Zweiter ist natürlich auch eine hervorragende Platzierung, aber wie sieht's in dir drin ganz ehrlich aus? Freude oder doch eher Trauer? Trauer auf keinen Fall. Heiß würde ich sagen. Ich bin nicht überrascht, aber ich bin sehr zufrieden, vor allem mit dem Reisen. 149 war weder vorgesehen, noch habe ich mich darauf vorbereitet. Und 180 im Stoßen ist dieselbe Geschichte, war auch nicht vorbereitet, aber ich dachte, okay, vielleicht schaffst du es doch noch irgendwie, die, sag mal, hochzuballern. Woran hat es denn gelegen? Ich glaube, es war ein technischer Fehler. Ich weiß nicht, woran es genau lag. Ich kann mir vorstellen, dass es daran lag, dass wir im Reisen, im Stoßen einfach nicht so viel trainiert haben wie im Reisen. Und da fehlt natürlich die Routine und auch ein bisschen die Stabilität. Und Stabilität in der Technik meine ich damit natürlich. Und heute kam natürlich dafür die Quittung. Und hättest du gedacht im Vorfeld dieses Wettkampfes, dass es so knapp werden würde, dass du in der Lage wärst, ja tatsächlich wieder um den Sieg mitzukämpfen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier eigentlich sehr entspannt an die Sache rangegangen bin, weil meine Ausrede war so ein bisschen, ich bin bei der Bundeswehr, kann nicht ganz so trainieren, wie ich möchte, deswegen wollte ich die Erwartungen nicht ganz so hoch setzen, aber letzten Endes kommt man natürlich hierher, um auch zu zeigen, was man kann. Und ich denke, das habe ich zum Teil auch geschafft. Also wie gesagt, die 149, die flashen mich immer noch, wie du gerade eben so schön gesagt hast, flashen. Und mein Gott, 180, ne, das ist halt im Sport so. Und man muss ja auch ganz klar sagen, der Matam hat einen super Wettkampf gemacht. Er hat sich hier drunter gewuchtet unter, wie viel waren es? 178. Ja, letzten Endes hat er sich verdient. Und ich kann nur sagen, ich hoffe aufs nächste Jahr. Werde jetzt deswegen nicht mit Gewichtheben aufhören, werde auch dem CAC treu bleiben. Ihr habt es alle gehört! Ihr habt es alle gehört! Habt das auch gehört, ja? Er bleibt dem CAC treu. Ja, vielleicht auch ehrenamtlich einfach mal ein paar Trikots waschen oder so. Bitte was? Und letzten Endes bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin zufrieden. Klar, natürlich auch ein bisschen traurig, aber das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Natürlich wurmt es ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, Publikum war super, Betreuung war super. Also das waren mal kurze, knackige Antworten von Max Lang. Und ich freue mich aber trotzdem, dass es dir gut geht, dass du dich nicht allzu sehr ärgerst, dass du im Gegenteil eher sagst, es war ein toller Wettkampf, gerade was das Reisen betrifft. Das ist das Entscheidende, dass er mal am Ende rausgeht und sagt, so schlecht war es ja gar nicht. Und der Wettkampf war toll. Und ich freue mich, dass ich von Markus da moderiert werde. Das ist mir ja. Hä? Also ich soll sagen, bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen bei CRC TV. Hier neben mir steht der unglaubliche Marc Huster. Marc, wie sind deine Eindrücke von dem Wettkampf? Also ich bin extrem geflasht. Ich bin zum ersten Mal bei einem Gewichtheberwettkampf gewesen und ich wollte mir sowas schon immer anschauen, weil ich gehört habe, Gewichtheben ist die Fun-Sportart Nummer 1 in Deutschland. Bin aber nie so richtig dazu gekommen, weil ich dann doch eher, sag mal so, klassische Alther eingesetzt. Reiten. Ja, Fußballreiten und sowas, ne, wo jetzt nicht so viel los ist, aber ja, wo solider Sport geboten wird. Und heute das erste Mal richtig, wo es abgeht, wo Party ist und wo wirklich Marketing und Werbung vorne dran steht. Und es war echt ein toller Wettkampf. Also es war ringsumherum viel geboten, es war ein Event und es wurde auch Sport getrieben. Und willst du auch selber mal den Sport probieren? Konnten wir dich irgendwie auf den Geschmack bringen oder bleibst du beim Reiten? Ja, es ist schon so, klar. Also ich würde das schon gerne machen, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen gedeihen und wachsen, weil Gewichtheben soll man auch nicht so zeitig anfangen, ist ja nicht gut. Also Band- und Stützapparat soll sich ja erstmal entwickeln und ich bin ja noch voll im Wachstum. Und ja, wenn ich dann irgendwann noch Haare habe, fange ich an. Versprochen. Dann würde ich sagen, melde dich bei uns nochmal, wenn du Lust und Laune hast. Und wir haben ein super Trainerteam in Chemnitz.
Und ich bin mir sicher, wir machen aus dir einen ganz großen. Also, wenn ihr in 20 Jahren noch Lust auf mich habt, gerne. Das werden wir sehen. Das war's erstmal von mir. Max Lang, Sky Sport HD, CRC TV. Was geht?